der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Bayerischen Wirtschaftsarchiv. Und die haben für die lange Nacht der Museen eine Filmnacht vorbereitet. Ich sage Ihnen was, da stehen Ihnen Schmankerl ins Haus, die Sie so wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Was ist los? Wieso? Was soll los sein? Wie spät ist es denn? Sag mal, du schreibst das ganze Haus zusammen. Hast du geträumt? Ja, es war ganz komisch eben. Ich habe von der Bewerbung geträumt. Und da waren ganz viele Leute in der Firma. Die sind alle auf mich zugekommen. Und plötzlich, da war ich ganz allein. Und hast du einen Abgrund drumherum? Und dann haben Sie sowas im Archiv oder wo kommen die her? Ja, also die Filme, die sind wirklich bei uns im Archiv. Die haben wir extra für die lange Nacht dann auch digitalisieren lassen. Digitalisierung ist immer so ein bisschen schwieriges Thema. Man braucht einen Anlass, man braucht die Finanzen. Und die lange Nacht, wir machen das jetzt zum vierten Mal, dass wir eine Filmnacht machen bei der Lange Nacht Museen. Und dieses Mal haben wir uns eben auf Filme aus der Bundesrepublikzeit konzentriert. Wir haben 4 Filme ausgesucht. Zwei Filme, die traditionelles Handwerk darstellen aus den Jahren 1957 und 58. Einen Film, der für Ausbilder gedacht ist, also Lehrer, die Berufsschulen unterrichten, die so wunderbar in dem Film als Klarmacher bezeichnet werden. Wo kommt so ein Wort her? Klarmacher? Das kann ich mir nicht, erklären. Jedenfalls der Duktus des Sprechers in diesem Film, der erinnert schon noch so ein klitzekleines bisschen an die Wochenschau. Also vielleicht hat der selber. Wochenschau. Ja, also so klang er. Der Film ist aus dem Jahr 57. Das ist der älteste, den wir zeigen bei der Lange Nacht im Museum. Wir wissen alle, dass wir von dem, was wir nehmen, nicht alles behalten. In der Lehrsituation sind Geben, Nehmen und Behalten grundlegende Faktoren. Die Ausbilder, Lehrer oder Gruppenleiter geben ihren Stoff, ihre Informationen oder Mitteilung. Vereinfacht sieht das etwa folgendermaßen aus. Der Klarmacher gibt den Stoff an die Gruppe. Aber nicht alles wird aufgenommen. Wie viel die Gruppe im Durchschnitt von einer Mitteilung behält, hängt im Wesentlichen davon ab, auf welchem Wege sie diese Mitteilung aufgenommen hat. In diesem Falle zum Beispiel wird die Mitteilung durch das Ohr, also durch Hören, aufgenommen. Wie haben Sie die Filme eigentlich ausgewählt? Wir haben beim ersten Mal haben wir also wirklich Industriefilme gezeigt und dann haben wir mal Werbefilme gezeigt und Filme, wo sich Unternehmen präsentieren. Und jetzt sind wir dann eben auf die Handwerksfilme quasi gekommen und auf die Art der Ausbildung. Das ist ja einmal Ausbildungsinformationen für Ausbildende und dann für Auszubildende, wie man sich darauf vorbereitet. Und das hat sich dann ergeben, dass das gerade zufällig alles Filme aus der Bundesrepublik sind, also aus der bundesrepublikanischen Zeit sind. Und dann haben wir gesagt, das passt. Das war der eine Hintergrund und der andere, man muss ja auch quasi eine Zeitgrenze setzen. Die Besucher kommen ja zu uns, die wollen ja keine 3 Stunden da sitzen, sondern man muss dann ein bisschen schauen, dass man da so ein Gesamtprogramm kriegt, das vielleicht so 45 Minuten dauert. Das haben wir jetzt mit 49 Minuten. Und die 4 Filme laufen in Endlosschleife. Und wer dann zu uns kommt, der kann immer einsteigen, kann immer wieder aussteigen. Und das ist auch so ein Mitentscheidungsgrund gewesen. So, das sind 3 Unterlagen. Warum gehst du da nicht weiter aufs Gymnasium? Dein Zeugnis ist doch ordentlich. Ich habe mich schon immer für Elektronik interessiert. Auch in der Schule. So Physik, Mathematik macht mir einfach Spaß. Wir haben auch so eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo wir Videofilme drehen. Naja, zum Film kommst du ja nicht. Nee, das ist mir schon klar. Ich mache genau das gerne, was Sie hier so machen. Ich habe mir zum Beispiel selbst einen kleinen UKW-Empfänger zusammengebaut. Warum willst du denn nicht auf eine Fachschule gehen? Du hast doch keine Schulschwierigkeiten. Ich habe es einfach satt, zur Schule zu gehen. Nichts gegen Theorie, aber ewig nur da sitzen. Es kommt nie was raus, warum man wirklich Spaß hat. Wenn Sie sich die Filme selber anschauen, was erzeugt es dann in Ihnen?
Schmunzeln oder wie ist Ihre Reaktion auf sowas? Also Schmunzeln erzeugt hat auf jeden Fall dieser Film, der für die Ausbilder gedacht ist, weil da steht, die Art des Filmes und der mitgeteilte Inhalt stehen so im Gegensatz zueinander, da kann man heutzutage eigentlich nur schmunzeln drüber. Faszinierend sind die zwei Handwerksfilme, da muss ich wirklich sagen, es ist unglaublich, welche Einblicke man gewinnt in ein Handwerk, das man nicht mehr sieht, das man nicht mehr kennt heutzutage von der praktischen Arbeit. Ich habe solche Aufnahmen vom Klöppeln vorher auch noch nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. Und der Ausbildungsfilm für die Schülerinnen und Schüler, der ist deswegen interessant, weil einfach die gesamten Sorgen, die die Schülerinnen und Schüler haben vor der Ausbildung, thematisiert werden, mehr oder weniger. Und das ist ein ganz interessanter Einblick in die Jugend von 1980, was ja eigentlich auch meine Jugendzeit ist. Kunst kommt von Können. Ein Satz, dessen Bedeutung das Klöppeln bestätigen könnte. Erst wenn alle Handgriffe spielerisch leicht gehen, wenn man sehr viel Übung hat, können wirkliche Spitzenleistungen entstehen. Doch, wie geht das Klöppeln eigentlich vor sich? Da sind also Fäden, viele Fäden, immer wieder umeinander geschlungen. Nun, wir wollen ganz von vorn anfangen, sozusagen Grundlagenforschung treiben. Zum Klöppeln gehört ein Ständer, ein Klöppelkissen, eine Vorlage, Klöppelbrief genannt, viele Stecknadeln und natürlich die Klöppel. Um eine Holzspindel ist ein Faden gewickelt und mit zwei Schlingen gesichert. Der Handschutz soll das Garn sauber halten. Und nun geht's los. Am Anfang natürlich sehr langsam und etwas ungeschickt. So werden die Fäden umeinander geschlungen. Man nennt das einen Schlag, den Grundschlag, der immer wieder vorkommt. So eine moderne Spitze kann sich wohl sehen lassen, neben den Meisterwerken vergangener Jahrhunderte. Sie entstand unter den Händen einer Klöpplerin aus dem Bayerischen Wald, wo, wie auch im Erzgebirge, das Klöppelhandwerk heute noch beheimatet ist. Hier, in kleinen Städten und Dörfern, werden immer noch Spitzen geklöppelt. In verschiedenen Orten gibt es staatliche Klöppelfachschulen, wie hier in Tiefenbach. So wirken staatliche Stellen mit, dass diese alte Volkskunst nicht in Vergessenheit gerät. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im Bayerischen Wirtschaftsarchiv zusammen mit Harald Müller, der hier die ehrenvolle Aufgabe hat, Herr Müller, an der langen Nacht der Museen die Menschen hier durch Filmdokumente zu beglücken, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die nur existieren. Das sind also so Filme über das Handwerk, über junge Menschen, die sich also hier, wenn man deutlich sieht, schwimmend auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Haben Sie sowas im Archiv oder wo kommen die her? Ja, also die Filme, die sind wirklich bei uns im Archiv. Die haben wir extra für die lange Nacht dann auch digitalisieren lassen. Digitalisierung ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Man braucht einen Anlass, man braucht die Finanzen. Und die lange Nacht, wir machen das jetzt zum vierten Mal, dass wir eine Filmnacht machen bei der Lange Nacht im Museum. Und dieses Mal haben wir uns eben auf Filme aus der Bundesrepublikzeit konzentriert. Wir haben vier Filme ausgesucht. Zwei Filme, die traditionelles Handwerk darstellen aus den Jahren 1957 und 1958. Man verbindet ja eigentlich heutzutage mit dem Handwerk oftmals, das wird ja gelegentlich so ein bisschen despektierlich behandelt. Das ändert sich mittlerweile ja Gott sei Dank wieder. Aber wenn man die Filme über die Spitzenklöppler und eben die Weidenflechter sieht, das ist schon faszinierend zum Sehen, was da für Können dahinter steckt. Ja. Also wie schnell das Klöppeln geht, welche genaue Vorstellung ich eigentlich von dem Weidenkorb haben muss, vorher schon, bevor ich zum Flechten anfange, dass ich weiß, auf was ich hinarbeite, das ist ja alles nicht ganz so selbstverständlich. Ja. Immer wieder aber ist es die Weide, dieses einfache, schlichte und edle Material.
Lebendig und gewachsen widersetzt sie sich jeder mechanischen Verarbeitung durch die Maschine. Mit diesem einfachen, aber zweckmäßigen Werkzeug wird die volle Weidenrute zunächst einmal gespalten. Danach erhält sie durch den Weidenhobel den notwendigen, regelmäßigen Querschnitt. Sie wird dadurch zur Schiene. Das waagrechte Messer gibt ihr die gleichmäßige Stärke. Die senkrechten, die sogenannten Schmäler, dienen, wie ihr Name schon sagt, zum Schmälern und Begradigen der Seiten. Johannes Puppert aus Michelau verfertigte den ersten Weidenhobel aus einem alten Seitengewehr. Und er dachte wohl kaum daran, dass er mit seiner Erfindung die Grundlage schuf für einen großen Teil der Heimindustrie in diesem Gebiet. Es ist die Feinflechterei, das heißt das Flechten mit gespaltenen, gehobelten Weiden. Auch Kunststoffe in ihrer ganzen synthetischen Buntheit. Sie dienen vorwiegend in Betrieben mit industrieller Fertigung, zum Ausflechten von Kinderwagen zum Beispiel. Körbe werden aber auch hier aus Weidenruten geflochten, nicht anders als zu Hause in Heimarbeit. Hier sind es die sogenannten geschlagenen Arbeiten. Geschlagen deshalb, weil die Weidenruten mit einem Eisen dicht geschlagen werden. Wenn man mal bei einer vorbeischaut hier im Archiv, bekommt man dann nur die Filme zu sehen oder darf man mal in Ihre Archivräume auch reingucken? Also als normal forschende Person kommt man in die Magazine nicht rein. Man kommt zu uns mit einem Forschungsanliegen, am besten nach einer telefonischen oder E-Mail-Voranfrage, also nicht einfach plötzlich vor der Tür stehen, weil wir sind ein kleines Team, müssen das auch ein bisschen organisieren. Und dann bekommt man die Akten, die man haben will, vorgelegt. Also in die Magazine kommt man normalerweise nicht rein. Und das ist eben das Besondere bei der Lange Nacht im Museum oder auch beim Tag der Archive, dass wir da Magazinführungen anbieten, so eine halbe, dreiviertel Stunde maximal, dass man einen Eindruck kriegt, was ist eigentlich Archiv, wie groß kann Archiv sein und was kann man vielleicht alles finden und was gibt es für Besonderheiten im Archiv. Da kann ich Ihnen jetzt nur viel Spaß wünschen, wenn Sie vorbeischauen hier in der Ollinger-Straße bei der IHK. Und nehmen Sie vielleicht Ihre Kinder mit und kommen Sie zusammen. Dann nehmen Sie auch was mit nach Hause, was man normalerweise nicht so ohne weiteres präsentiert bekommt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.